Ja, als erstes nochmal Hallo. Ihr seht, ich habe mich entschieden, diesmal nichts aus Holz oder so zu bauen, sondern ein fertiges Gehäuse. Ich möchte auch keine Werbung machen, aber das ganze Material ist von Reichelt Elektronik und ich habe dafür nur ein paar Euro bezahlt. Das war wirklich sehr, sehr billig. Das dünne Alublech, 0,5 mm, habe ich aus dem Baumarkt. Das habe ich mir vorab schon mal zugeschnitten und auf einer Seite mit grobem Schmirgelpapier aufgeraut. Das Einzige, was ich nicht bei Reichelt gekauft habe, sondern über eBay, ist der Negativ-Ionen-Generator. Da gibt es China-Ware, aber ich habe das aus Österreich gekauft und richtig, das ist nicht der originale, den ihr da gerade seht, sondern ist ein anderer. Den originalen, den ich da einsetzen möchte, der ist leider noch nicht gekommen. Trotzdem möchte ich das Teil schon mal bauen. Und das andere ist so ein China-Teil, die funktionieren auch, aber ich wollte diesmal einen mit einem CE-Zeichen, warum auch immer. Ja, das sind die Komponenten, die ich bestellt habe, also ein bisschen Kabel, Krokodilsklemmen, ein Schalter und Bananenstecker und Buchsen. Ja, und das Gehäuse natürlich, und das war wirklich echt spottbillig. Zum Generator sei noch zu sagen, bei 12 Volt hat er 30 kV, ich nutze aber 9 Volt und da hat er 20 kV. Das reicht völlig aus. Ja, zuerst habe ich mir den Schalter angezeichnet. Da kommen jetzt in jede Ecke ein Loch und dann schneide ich das mit einem Dremel und einer kleinen Trennscheibe aus, so dass ich den Schalter einpassen kann. Zur Not wird das dann noch ein bisschen nachgefeilt. Ihr seht, Schalter passt, drin, fertig. Keine Hexerei. Für die Halterung der Batterie habe ich mich für das einfache Modell entschieden, nicht für die ganze Box. Denn die ist ein bisschen unvorteilhaft dann zum Öffnen. Von daher einfach das Einfache, wo nur die Kabel rauskommen und die Anschlüsse für den neuen Voltblock. Und das Rückteil, das etwas stabilere Plastikteil, das klebe ich mit Sekundenkleber ans Gehäuse fest. Dafür raue ich jetzt das Gehäuse gut an. Das Gegenstück natürlich auch, also am Batteriehalter. Und dann wird das mit Sekundenkleber verklebt. Damit hinterher der Abstand stimmt, habe ich die Batterie an die Klemme angeschlossen, ein bisschen mit Klebeband abgeklebt, falls Sekundenkleber irgendwo hinlaufen sollte, wo er nicht soll. Sekundenkleber drauf, andrücken und ich kann euch ja sagen, weil das Ding schon fertig ist, das ist bombenfest, das hält, reicht völlig aus als Batteriehalterung. Dann habe ich zwei Bohrungen für die Bananensteckerbuchsen gemacht, in meinem Fall 5,5 mm. Ich kann euch jetzt schon sagen, die Buchsen sind falsch oder die Stecker, die sind nämlich zu lang und gucken ein klein wenig raus. Das muss ich noch ändern, also die Buchsen bleiben drin, ich muss mir nur andere Stecker bei Gelegenheit besorgen. Ja, auch keine Hexerei, einfach die Bohrungen, dann die Buchsen da rein, festgeschraubt, fertig, verlötet kommt später. Dann bereite ich den Deckel für das Aluminiumblech vor, damit das verklebt werden kann. Das mache ich mit doppelseitigem Klebeband. Das ist ein Versuch und bislang hat sich das auch bewährt. Wenn das nicht gehalten hätte auf Dauer, dann hätte ich das natürlich mit Sekundenkleber verklebt. Aber doppelseitiges Klebeband reicht in meinem Fall aus. Und das Schöne bei der fertigen Kiste ist natürlich, da ist eine kleine Vertiefung drin und da passt das Alublech genau rein, dann schließt das hinterher bündig ab. Das ist eine feine Sache von der gekauften Kiste.
Dann habe ich ein 6 mm Loch in die Mitte des Deckels gebohrt, das schön entgradet. Und ihr habt gesehen, das Anschlusskabel relativ weit abisoliert. Diese Kabel werden hinterher da durchgesteckt und auf das doppelseitige Klebeband geklebt. Das seht ihr aber gleich. Zunächst jetzt erstmal doppelseitiges Klebeband auf die komplette Fläche aufbringen. Das Loch natürlich wieder vom Klebeband befreien. Dann das abisolierte Kabel vorsichtig durchführen. Auf der Rückseite das Kabel ein bisschen fixieren mit Klebeband und danach vorsichtig die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen. Nachdem das Klebeband entfernt wurde, also die Schutzschicht, die einzelnen Litzen, ja so sternförmig, vorsichtig auf das Klebeband kleben, nicht zu viel mit den Fingern drauf touchen, nur so einzeln, so kurz andrücken, ansonsten verliert ihr natürlich Haftung vom doppelseitigen Klebeband, aber wenn ihr das vorsichtig macht, ist das kein Problem. Das Kabel hat übrigens 1,5 Quadrat, die Litzen sind gleichmäßig verteilt. Dann das Alublech aufdrücken, aufkleben, gut andrücken und fertig. Ihr habt dann eine gute Verbindung, das sollte eigentlich funktionieren. Ja, so sieht das fertige Ergebnis von innen und von außen aus. Innen ist natürlich noch nicht verkabelt, aber lässt sich doch gut ansehen. Ihr habt eine saubere, ordentliche Box. Danach habe ich alles verdrahtet, verlötet, Schalter, Batteriehalter, die Bananensteckerbuchsen und natürlich den Ionengenerator, den Negativ-Ionengenerator, um es richtig zu sagen. Wobei das ist ja nur mein Testobjekt, aber der andere unterscheidet sich ja von den Anschlüssen her nicht. Das löte ich irgendwann dann wieder raus, wenn der Original kommt, und den neuen dann halt wieder rein. Wie ich das Ganze mache, Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Ich werde da jetzt nicht jedes einzelne Kabel kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach über YouTube, schreibt mir und ich versuche das zu beantworten. Ja, so vorab schon mal ein kleiner Test und ihr könnt es blitzen sehen, denke ich. Ja, also Strom fließt, Leistung ist genügend da. Ja, ihr seht, ich habe auf meiner Flockbox Grasfasern verteilt. Das ist irgend so ein Gemisch, was ich hier habe. Ich habe nämlich nicht mehr viel. 6 mm, eine alte Holzplatte. Da kommt jetzt etwas Leim drauf, Holzleim in meinem Fall. Ja, dann schließe ich die Masseklemme an das Stück Holz einfach an und einschalten die Box, und ihr werdet sehen, was passiert. Ich zeige das aber gleich auch nochmal in einer anderen Einstellung. Vielleicht sieht man es da noch besser. Ja, ich denke, hier kann man es gut sehen. Die Fasern stehen einwandfrei. Das alles hat ganz gut geklappt. So, ich zeige euch das nochmal. Grasfasern liegen da schon. Wie gesagt, ich habe leider nur die 6 mm. Mit den 12 mm würde man es natürlich noch viel besser sehen. Ein einfaches Holzbrett, die Klemme dran, dann das Gerät einschalten, drüber halten, und ihr seht, was passiert. Die fliegen natürlich dann wieder weg, weil sie nicht festkleben. Aber ansonsten, man kann hier gut erkennen, wie die Fasern nach oben gezogen werden. Also das Prinzip der Flockbox ist klar. Ich finde das Teil super,
Und wir haben ja noch einen weiteren Anschluss, um schon später auch unseren Art Grasmaster daran anzuschließen. Das mache ich aber in einem extra Video, wie ich das Ding gebaut habe. Das ist ganz simpel und einfach. Das zeige ich euch extra und dann könnt ihr die Flockbox zweierlei verwenden. Einmal als Grasmaster, also wie gewöhnlich drüber streuen oder so wie jetzt hier in dem Video gezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr, so wie das für den Grasmaster. Dann sage ich, macht's nach. Bis zum nächsten Mal. Ciao.